Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4, die Pferderanch. Und was gibt's Neues? Unsere Bijou, das Champion-Pferd. Das ist richtig. Wunderbar. Und zwar von diesem Duke. Von diesem Duke Goose oder wie auch immer er heißen mag. Das ist irgendwie, glaube ich, das Pferd von dem mysteriösen Ranger oder Ranger oder ja, Ranger, Rancher, Rancher, glaube ich. Ranger ist ja was anderes. Aber Ranger ist das, glaube ich. Und unser Garten blüht und es gedeiht alles. Also finde ich richtig cool. Ich möchte gern Ableger davon nehmen, wenn du mal Zeit hast. So. Nee, man kann hier leider nichts veredeln. Finde ich ein bisschen schade. Hübsch. Hübsch. Ich weiß auch nicht, ob man die umpflanzen kann. Aber ich bräuchte eigentlich noch mal so ein Regal, um dann. Oder zwei Regale sind's, die ich brauche, aber ich habe keinen Platz. Und ich mag jetzt eigentlich auch nicht die Ecke hier hinten rausziehen. Ich möchte halt schon ein bisschen Platz sparen. Als mutiges Pferd konnte Bijou Eldorado gut zureden, dass er keine Angst mehr haben braucht. Veredeln mit Weintraube. Also eigentlich bin ich doch blöd. Ich könnte auch von zwei jetzt noch einen Dings nehmen. Ausgezeichnet, genau, veredeln und zwar mit Weintraube und hier auch bitte. Was ist denn? Veredeln. Sag mal, ist das dein Ernst? Wir haben doch jetzt. Komm zurück. Wir hatten doch zwei Ableger genommen. Du willst mich schon verarschen, ne? Gut, da haben wir jetzt vier Pflanzen, die richtig gut sind. Und die Frage ist, was wir jetzt draus machen, ne? Oh, guck mal, gekreuzte Pflanze. Die könnte man ja eigentlich nach draußen dann setzen für in den Winter. Ob das geht? Ich guck mal, ob das geht. Weil es ist ja bald Winter und dann. Was ist hier passiert? Warum? Weil Winter gleich da ist oder was? Da. Das ist auch noch mal Schnitterblume, genau. Dann setze ich euch dahin. So direkt nebeneinander. Das sollte ja eigentlich für euch kein Problem sein. So, dann hast du. Und dann könnte ich hier noch eins dran setzen, für wenn ich davon genügend haben will. Schokobeere. Weiß nicht, ob ich die weiter haben möchte. Ich glaube, wir haben eigentlich genügend. Was ist denn hier? Beim Abschluss einer Verabredung. Ah, okay. VIP-Eimer.
Wie schon gesagt, ich weiß auch nicht, ob die Pieksfrucht irgendwie was bringt, wenn wir sie haben. Weil ansonsten. So. Aber das ist ja jetzt fies gewesen. Ihr kommt ins Winterquartier, bevor ihr auch noch drauf geht. Ja. 4 Büsche reichen eigentlich, genau. Was machen wir denn noch am besten? Die Schokobeere. Die könnte man doch eigentlich. Den holen wir jetzt auch mal rein. Davon hätte ich mir vielleicht zuerst einen Ableger ziehen sollen. Egal. Ja, aber die Verwelkte wird doch sowieso dann entsorgt. Verstehe ich nicht, wofür ich dann den Profi-Gärtner brauche. Wie sehen denn deine Belohnungspunkte aus? Es gibt da so was, wo man einen extrem guten Daumen hat. Mega grüner Daumen. 4000. Sag mal, mit dir könnte ich doch eigentlich auch mal irgendwie dieses Vermögen abschließen. Dann hast du doch ein paar Punkte mehr. Gut. Also wird es auch noch ein bisschen brauchen. Natur. Dreimal was pflanzen, natürlich. Das hätten wir gleich mal machen sollen. Naturforscher. Naturforscher brauchen keine Angst vor dem Feuer zu haben. Es berührt sie nicht und sie können es problemlos löschen. Ach so, und was hat das dann mit dem Garten zu tun? Na gut, dann müssen wir halt noch ein bisschen warten. Was müssen wir denn? Dreimal was pflanzen. Was hast du denn? Was kann man mit dir denn noch pflanzen, was jetzt wichtig wäre? Ich hätte mir mal eine Liste machen sollen mit den Sachen, wann was wächst und wann was. Der Granatapfelbaum wächst zum Beispiel im Winter. Die Birne wäre im Winter dran. Warte, dass ich. Ja, weißt du was? Dann können wir die doch hier einfach auch hinsetzen, oder nicht? Warte mal. So vielleicht. Da. Wir sollen ja dreimal was pflanzen. Heidelbeere. Hübsch. Ja, dann. Das andere ist doch auch Heidelbeere, oder? Ja. Kommst du überhaupt hier hinten dran? Bin ich mal gespannt. Garten pflegen. Ja, du brauchst gar nicht weglaufen. Gießen ist nur angesagt, ne? Der Rest hat noch gar kein Unkraut. Ach, Gießen gehört auch dazu. Sehr schön. Dann guck mal, zeig mir mal, ob du Platz hast, das alles anzupflanzen. Ah doch, er kann sich da hinten dran quetschen. Gut, sehr schön. Muss das gegossen werden? Nö, ne? Ja, ich bin mal gespannt, wann das Pferd dann kommen wird. Ich meine, das Fohlen. Wie lange sowas dann dauert. Wer kommt denn mit euch am besten klar? Du, ne? Aber was mich ein bisschen stört, ist, warum.
Warum muss er denn die ganze Zeit seinen Sattel tragen? Na? So, dann gucken wir mal. Wie läuft's denn hier? Du willst eigentlich alles ernten. Kommst du jetzt hier hin oder nicht? Ach, da ist er doch. Sieht so aus, als gäbe es momentan nichts mehr zu ernten. Ja, einmal reicht auch. Du musst nicht da irgendwie groß. Ja, ich weiß auch nicht. Okay, ich wusste gar nicht, dass das so geht. Zauberpferde. Hat eine gute Schnauze, um sich daran auszuheulen. Orange fühlt sich jetzt besser. Sehr schön. Westy, Westy. Flavor the ref stick. Akroba. So, sollen wir dann mal. Ja, jetzt ist er angespannt. Komm, wir wollen noch ein bisschen besser werden in der Ausdauerfähigkeit. So, was ist hier los? Toilette, du bist auf der Arbeit, du kannst sowieso gerade eben nicht so viel machen. Ob die dann auch 3 Tage brauchen, bis dann das Fohlen da ist, so wie bei der Schwangerschaft, also dass es 3 Trimester gibt? Kann man das... Wie geht's dir denn so? Möchtest du mir von deinem Zustand erzählen, dass du schwanger bist? Ist derzeit im 2. Trimester. Die Hälfte ist offiziell geschafft. Sehr schön. Also so kriegt man das wohl raus. Finde ich ja sehr cool. So. Gibt's auch einen Apfel. Dafür haben wir die ja auch angebaut im Prinzip. Dann kriegst du noch ein bisschen das Fell gebürstet. Wunderschön, oder? Das Lichterfest hat begonnen. Wer möchte da denn schon hingehen? Üben. So, Spatzi, Hasi, du bist angespannt. Dann würde ich dir vorschlagen, mach einfach mal ein Entspannungsbad. Aber richtig cool. Ja, super. Ich hoffe, das hilft so ein bisschen, so ein... Ist da überhaupt Wasser drin gewesen? Das war doch eben gerade mal weg. Oh Mann, wie geil. So, wie sieht's bei... Gehst du jetzt mal aufs Klo? Spielen. Was hat denn jetzt die Blase lernen mit Spielen im Laubhaufen zu tun? Ich kann es ja noch verstehen, wenn er sagt, gut, ich mache jetzt hier einen Laubhaufen, weil sonst geschehen Dinge. Die sind ja immer noch da. Was machen die denn jetzt hier? Ah, super. Wir haben Zwerge. Anscheinend adoptiert. Ich finde das grandios, ja. Ich finde das absolut gut. Kann ich irgendeinen, naja, ein Turnier kann ich nicht mitmachen. Die Zeit ist vorbei. Ansonsten bliebe uns jetzt nur ins Bett zu gehen, glaube ich. Oder, was natürlich auch ginge, wäre sie einzuladen.
Weil wir sie jetzt schon lange nicht mehr gesehen haben. Brauchst du dafür mehr Platz? Sag mal, ist sie denn schon da? Um Übernachtungs... glückliche SMS schicken. Dann machen wir halt das. Bin ich mal gespannt, was dann zurückkommt. Warum? Wenn du doch müde bist, dann leg dich doch einfach ins Bett. Ah, warte mal, wir könnten ja tatsächlich zusammen kochen. Zusammen kochen mit ihr? Und dann vielleicht so ein Fischfest mal. Jetzt hat er natürlich schon gegessen. Aber vielleicht kommt sie dann und zeigt sich. Nee, das ist sie nicht. Das ist Bella Grusel. Da ist sie doch. Da kommt sie doch. Nado, magst du mir helfen beim Kochen? Du musst dich da hinten nicht in die Ecke reinquetschen. Also du kannst auch ruhig irgendwas schnippeln, wenn du möchtest. Genau. Ich hoffe, ihr verfackelt nicht alles ab. Oh Gott sei Dank, guter Ruf. Sind soeben gute Freunde geworden. Das ist doch schön. Und Janix, und was macht sie fürs Essen? Wird das da untergejubelt? Zusammen ein Gericht nehmen. Hallo, du brauchst nicht abhauen. Zusammen ein Gericht nehmen. Zusammen. Zusammen. Ja, ich glaube, sie ist zu weit weg dafür. Sie ist jetzt nur zum Kochen jetzt vorbeigekommen. Super. In Fraß kann ich ja alleine essen. Traut sie sich nicht, das zu essen? Man weiß ja nicht, ob das dann irgendwas bringt, ne? Habe ich mich jetzt verschluckt? Würdet ihr mal bitte nach Hause gehen? Wenn ich schlafe, dann muss man hier nicht unbedingt noch weiter am Computer abchillen. Och Mann, was machen? Willst du mich eigentlich verkackeiern? 3 Uhr morgens. Musst du heute arbeiten? Ja, 9 Stunden. Ach Mist. Ich dachte, wir hätten von irgendwas, ja, hätten noch frei. Eine Möglichkeit, damit der Kühlschrank seltener kaputt geht. Ja, warum machen wir das denn noch nicht? Die wehen! Oh, wo, wo, wo? Wo bist du? Warum denn hier drüben? Hier in Joggen. Es geht um Leben. Warte mal. Gebärendes. Da. Los, komm. Schnell. Ja, ja, ja. Ruhig, 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 ruhig. Alles wird gut. Alles wird gut. Los. Bewegst du deinen Arsch mal schneller hier hin? Oh, hey. Och, mein Junge. Deine Stute kriegt einen Fohlen. An deiner Stelle wäre ich gerannt. 3 Stunden später. Fohlen ist schon im Prinzip ein erwachsenes Tier. Also ein ausgewachsenes Pferd. Und wo ist Orange? Noch immer auf dem Weg zur Stute.
ne? Er hat das ganze, die ganze Kindheit von dem Fohlen verpasst. Ja, super, Nieb. Naribu. So, und jetzt? Ja, weiter beruhigen. Denkst du, das reicht jetzt? Bubara Zikuni. Jord Rinka. Oh, guck mal. Er kommt ja auch vorbei. Ach, wie hübsch. Wie süß. Hier kannst du immer weitermachen, beruhigen. Ja, das wird nicht das Fohlen sein. Ah. Jetzt haut die einfach ab. So, tu dich mal ein bisschen entschuldigen, dass du den so gedingst hast. Oder ich weiß nicht, wo sie das jetzt gebärt. Vor Freude, ihr Fohlen zu sehen. So, damit du auch pünktlich bist. Naja, er wird nicht pünktlich sein. Ich weiß ja auch gar nicht, wie lange das jetzt dauert. Warte, du könntest eigentlich noch ein bisschen hier was verbessern. Ist unkaputtbar. Auffrischer. Machen wir erstmal den Auffrischer und hinterher kannst du noch die Stahlkühlschrank machen. Genau, ich werde mich jetzt hier... Wobei, kannst du irgendwas aus deinem Inventar gerade essen? Also ich bin auf jeden Fall hier und passe auf. Weil er muss ja auch irgendwie... Dann hol dir mal ganz schnell was zu essen und dann kannst du nochmal deine Stute beruhigen. Zu spät. Oh, ich bin mal gespannt. Oh. Okay. Na? Wo kommt's? Wieder mit dem Handy. Nichts Besseres zu tun, ne? Es ist ein Hengstfohlen. Wow, richtig cool. Bijou hat so immer ein Hengstfohlen zur Welt gebracht. Wie möchtest du ihn nennen? Bijou. Ja, ein Bijou wird es jetzt nicht. Speedy, genau, Speedy. Fussel. Fussel. Domino. Falke. Phoenix. Blue. Nee, Blue nicht. Macaroni, genau. Tabasco. Was nicht eigentlich jetzt Tabasco? Zimtstern. Texas. Poseidon, Buschel, kommt gar nicht in Frage. Adonis, Salza, Monsun, Inferno. Falke klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nachname Falke Müller. Genau, Falke Brandenburg. Falke Schwarz, Falke Winter. Ja, wenn, dann heißt der doch auch Anderson, oder nicht? Ist natürlich optional. Kann man das auch freilassen? Wenn ich das jetzt leer lasse, dann heißt er doch bestimmt, ich hoffe dann nicht, dass der Nachname heißt, oder? Falke. Wo ist es denn? Oh, wie süß! Und es sieht genauso aus. Toll. Wie sollen wir euch denn auseinanderhalten, bitte? Dein Ernst jetzt? Oh. Falke. Ach, wie süß. Das ist richtig putzig. Das wird richtig gut. Dürfen wir es denn eigentlich schon begrüßen oder so? Pferdeverstand. Guck mal, sie ist richtig glücklich.
Richtig schön. Und er ist auch glücklich da hinten. Alter, den Pferden geht's einfach gut, oder? Yumba, hey. Yumbala. Meh, Izzy. Oh, ist das süß. Ich dachte, du hast doch vorhin Salat gegessen. Willst du mich jetzt verkackern? Du hast wieder Hunger? Du bist vielleicht mehr einer. Genommen. Oh, ich hatte soeben mit Falke Freundschaft geschlossen. Was ist los, mein Schatzi? Hm? Ich bin mein Name, ich bin gerade aus meiner Muttergruppe geplumpst. Gott, Entschuldigung. Falk ist gerade erst auf die Welt gekommen, ja. Also das, was ich im Prinzip erwähnt habe. Was sind das für Farben, Geräusche und vier wackelige Nudeln? Er wird mit der Zeit Halt finden. Ach Gottchen. Ja, natürlich wirst du das finden. Ah, richtig knuffig. Aber doch, ich glaube schon, dass man die unterscheiden kann. Ich meine, sie hat eine längere Mähne, glaube ich, dann. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall werden wir ihn auch richtig gut behandeln, pflegen und alles. Und dann wird das. Dann lernt er auch schnell die Charakterfähigkeit lernen. Und dann werde ich ihn irgendwann mit dem Alterungshappen füttern und dann wird er einfach so älter gemacht, ne? Ah, richtig cool. Oh, ah, richtig schön. Aber ich glaube, das ist ein richtig guter Zeitpunkt, um einen Cut zu machen. Richtig süß. Genauso wie die Mutti. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel Freude wir später mit ihm als Trainingspferd oder sowas haben werden. Mal schauen. Und ja, nächste Woche geht's dann hier an der Stelle weiter. Und bis dahin, habt eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.